Hallo und herzlich willkommen zurück bei Trust in Betrayal. Heute zusammen mit dem Razamun, der Sunny, Hallo. dem Kaden, dem Liskari und dem McManus. Hallo. Hi, Hallo. Leute. Hallo. Heute mal endlich so in Schnellformat durch, Ja. was die Namen angeht. Wieso auch nicht, ne? So langsam Ja. kennen unsere Zuschauer uns doch gegenseitig. Nee, wir bekommen ja täglich 5 Milliarden neue. Das ist ja. Aha, ja, ist klar. Wenn wir die Alten ständig rausgeschmissen werden. Diese Schleim in Wales sollten ja bei Lavakontakt direkt klein werden, oder? Eigentlich schon, so wie sie in dem Ding sind, sind sie sofort gestorben. Ja, also wir brauchen andere Schleim, eindeutig. Also einmal hängen sie fest. Die sind, glaube ich, das Problem ist, die sind wirklich erst die aggressivsten und zu uns wollen. Das ist, glaube ich, wirklich das Ja. Problem. Ja. Hatte ich nicht vorhin noch so ein. Reitet einer auf ein Dings? Ich hatte vorhin noch so ein. So, ich habe noch schon mal Schafexer rausgetan. Wo ist das jetzt hingetan? Alter! Das Netz. Das Problem ist auf Karten? meiner Sicht her, dass die Dinger dem Lava hochschwimmen. Ich habe gerade nicht mehr darauf geachtet, wie viel Glowstone ich sammeln muss, und jetzt habe ich auf jeden Fall genug. Okay. Scheiße. Hast du ein Safari-Netz übrig? Eins, ja. Also ein Ja, Wiederwertbares. genau. Dann gib mir das Also, mal. ich habe Wo bist du? jetzt Ja. 5, 6 Glowstone. Nächste vor die Tür. Blöcke. Das sollte hoffentlich Okay. reichen. Was Okay, jetzt Blöcke? geht es auf Achso, Schleimsuche. das sollte Wird es gleich reichen. Nacht? Oder Wahrscheinlich, willst du ja. gerade. Ne, jetzt wird gerade Tag, dann brauchen wir nicht zu suchen gehen. Obwohl, wir müssen ja natürlich so ein Land finden erstmal, ne? Na gut, dann fliege ich Ah. mal wieder Richtung Kotlar. Wasteland. Scheiße. Könnte denn so ein Land sein? Hat noch keiner irgendwie auf seiner Map irgendwo Sumpf gefunden? Sumpfgebiet, nee. Also nach dem Neuaufsetzen meines Minecrafts noch nicht, nein. Leider. Da hinten könnte Sumpf sein. Da Keine Ahnung, hinten wo könnte Sumpf ist. Sumpf sein. Das ist Wasteland, was du da gehabt hast, oder was? Hast du gesagt? Oder Sludgeland oder so ein Spaß. Suche jetzt Sumpfland, das hilft ja nichts. Wir brauchen unbedingt einen grünen. Die Blauen scheinen auf jeden Fall nicht mitspielen zu wollen. Richtig. Ach, ich bin Magma-Schleim. Vielleicht hilft dir der Magma-Schleim, weil der ist auch aggressiv, ne? Der ist Lava-immun. Ah, noch schlimmer. Dann müsstest du dich hinstellen, die Dinger Nee, stunnen. ich habe mich gerade gewundert, wieso ich nicht so nah an die Glowstone-Vorkommen ranfliegen kann. Wenn ich so ein riesen Magma-Schleim bin, ist ja auch irgendwo klar, ne? So, das wird ein weiter Flug, glaube ich. Au. Hallo, da runter. Glaube. Das hier müsste doch Sumpf sein. Keine Ahnung. Ich flieg mal, es wird ein bisschen dauern. Alter, ich finde jetzt ernsthaft nicht mehr raus aus der Hölle, oder was ist los mit mir? Das ist kein Waypoint. Ja doch, aber ich habe zu viele in der Hölle. Vielleicht finden Sie aber irgendwo einen Schleim unten in unseren ganzen Ach Moment, wenn ich da drüber. Mining-Schächten. Ah. Ach, da ist der Aus- und Eingang, bin ich doof, ey. Ah, kann man sich den nicht craften, den grünen Schleim? Nicht als Spielfigur. Nicht als Mob. Herr Wie, ihr braucht bloß grünen Schleim. Wir brauchen einen grünen Schleim. Hallo Sonny, ich bin da. Ich Hallo. dachte, ihr braucht Sehe dich den nicht. Ach, Schleim an da bist sich. du. Gerade noch kurz Nee, blauer geguckt. Schleim reicht nicht. Wir brauchen grünen halt. Haben wir gerade so festgestellt. Also zumindest glauben wir, dass es die Hallo. Idee ist hier dahinter. Die Blauen rutschen nicht runter. Wer wollte mir die Blaze Rods jetzt geben? Ja, Ich will sie ja, niemand meldet sich einfach. Wo hast du gebaut? Was ich jetzt sehe, ist das In Problem, der dass die Safe Dinger nicht Zone. runterfallen. Ah, ja, welches der vielen Moment, Häuser? schuldig am Spawn ab. Muss Also ich an der, erstmal an wieder dem. von meinem Haus zum Spawn fliegen. Und Also ich das mit glaube. der Safe Zone, was du gerade gesagt hast, das war sehr, sehr nett, auf jeden Fall. Und ich persönlich glaube aber auch, dass die Fluidukts quasi das ganze Mob-Essenz aufsaugen. Wie auch so. Na, als ich den Fluidukt wieder angeschlossen hatte und das Tesseract Strom verteilt, also Fluid verteilt, ist es trotzdem ein Tank leer geworden. Der Fluidax haben ihr eigenes Inventar, da ist auch was drin. Hallo.
Ja, aber sie sollten jetzt aufsaugen. Wie sollen die dann rankommen? Gibt es in dem Modpack eine Auto-Crafting-Station? Nee, ne? Wir dürfen keine Crafting-Pipes nutzen, aber das würde dem sehr nahe kommen, was du haben willst. Die dürfen wir nur nicht nutzen. Schade. So. Grünen Schleim. Grünen Schleim. Oh, danke schön. Bitte schön. Gibt es irgendeine Möglichkeit, schneller zu fliegen? Zu langsam. Mit einem Speedtrank. Mit einem Speedtrank müsste es gehen. Hab keinen Speedtrank. Mit einem Beacon-Block. Beacon-Block und sich dann Speed Forest drauf machen. Das müsste gehen, oder? Was? Den oder? Biegen. Ja, den muss ich immer mitschleppen, aber was hinbiegen. Nee. Wenn du in deinem Haus sein willst und dort ein bisschen. Was lasst du denn? Karten? Wie bitte? Hast du gelacht? Ja, wegen dem Beacon-Block, weil er den zu nehmen ist etwas schwierig. Ja, deswegen sag ich ja. Mitnehmen muss man den ja nicht unbedingt. Leckt das gerade? Ja, ja, ich kann auf nichts. Ah, jetzt. Ja, Rasa jetzt aufdeckt, klar. Hier bin ich schon lange geflogen, wo ich jetzt bin. Ich also jetzt nicht so viel Neues auf. Plastik. Okay, Karten, wie sieht's aus? Ich habe 5 Stacks Closed und was jetzt? So, jetzt bin ich eigentlich erstmal so weit. Ach, ich brauche noch Rubber. Grüne Farbe, rote Nimmst Farbe. Nimmst du mal mehr, ich habe genug davon. Okay, nein, ganz kurz das Leichtere zuerst mal. Wie viele Stacks Stein brauche ich denn? Ich weiß ja nicht, wie groß du das machen willst, wie viele Kisten du anschließen willst. Je nachdem, je mehr Kisten du anschließen willst, desto größer wird das ganze System, desto mehr brauchst du. Okay, pro Kiste brauche ich wie viel? Also pro Doppelkiste? Rein, Alex? Ja, das kann ich dir jetzt nicht sagen, raus, wie viele es genau sind. Gut, dann sag mir einfach so ungefähr. Geh rein, nimm dir jetzt Rubber. Es leckt schon wieder. Kiste, was du... Ich muss jetzt auch mal was Blödes fragen, und zwar... Maru, das System, was du hast. Ja? Wie stellt man da am günstigsten die Kisten auf? Einfach so nebeneinander eins Platz dazwischen? Ja, an so einem komisches lila Interface kann halt nur eine Kiste dran. Das braucht sie. Okay. Das System habe ich auch raus, genauso gleich wie bei mir. Aber du hast da mehrere Kisten jetzt da dran, oder? Na, nee, in jedem lila Ding nur eine. Das heißt, wie baut man die Kisten am günstigsten auf? Ja, du musst quasi zwischen zwei lila Dingern Platz lassen. Das heißt, du hast dann Kiste, Kiste, lila Ding, leer, lila Ding, Kiste, Kiste. Das habe ich. Was hast du nochmal? Ja, du musst zwischen den beiden lila Kabeldingern Interface-Pipes Platz lassen. Leck. Ja, baust du so wie ich in Turmform, das ist doch auch gut. Ja, eben. Mach ich ja. Achso, hast du genauso gemacht. Okay. Oh, das ist wahnsinnig viel. Pferde? Brauchen wir Pferde? Hier steht ungefähr 150 Stück rum. Also pro Kiste auf jeden Fall mindestens 8 rote Farbe. Hast du mir ein paar mit? Kann ich nicht. Kann ja aber die Koordinaten meinen Pferde rumlaufen. Ja, sag mal. 4205. Heilige Scheiße. Zu 2532. Warte. 4205. Höhe? Das leckt ohne Ende. 4000. Wo bist du denn? 2600 irgendwas, ja. 2000 was? 2635. Ja, 2600 ungefähr. Also, das ist so eine Steppe. Gut, danke. So. Okay, also nochmal, wie viele Steine brauche ich jetzt? Wie viele Steine? Ja, wie viele Stacks Steine meine ich jetzt? Damit ich weiß, ob ich überhaupt genug Cobblestone dazu habe. Hast du auf jeden Fall. Ein Stack-Kabel müsste auf jeden Fall reichen, locker. Ach so, okay. Na, ich mache nämlich gerade schon den zweiten Stack. So. Deswegen, ich sag ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe mehr als genug Karten. Man merkt's. Na, wer ist denn da? Danke, Karten. Auch immer noch Sand. Es leckt schon wieder. Du hattest auch Sand. Oh. Ah, da. Ich habe ihn gerade gefunden. Das war gerade ein schöner Lag, Leute. Ich habe nur zwei Sticks geklaut, also bitte, da muss noch genug drin sein. Ja, ich hatte vorhin, als ich dir erlaubt habe, sonst neben im Kopf, dass ich nur noch einen Stack habe. Deswegen. Okay, und Glas, wie mehr? Viel? Karten? Auch ein Stack. Oder mehr? Stack reicht für hier, wahrscheinlich mit normalen Stack. Nee, eben nicht. Okay. Nee, was ist denn Marsch? Das ist ja dann einfach. Das ist ja dann einfach! Das sind ja bloß die einfachen Pipes, die musst du ja noch. Wir müssen ja Swamps suchen, genau. Da musst du weiter abändern. Ach so. Du hast speziellere Pipes, ja. Da gibt's noch mehr. Du hast gerade zu tun, ne?
Komm mal an, was willst du denn? Naja, ich wollte mal, ob du kurz vorbeikommen könntest. Ich brauche erst mit Schleim, weil wir nicht wissen, woran es liegt. Das heißt jetzt? Ja, ich kann vorbeikommen. Achso, okay. Das konnte ich gerade nicht so deuten. Ey, wenn du jetzt nochmal an meiner Tür hier klopfst, dann kracht's, aber es war kein Applaus. So. Bitte. Klatsch ist aber kein Beifall, heißt das. Ja. Ich weiß. Aber das kann ja jeder sagen. Nee. Genau, er ist einzigartig, weißt du? So wie du. Dankeschön. Doch, alle einzigartig. Also ich nehme das als Kompliment auf, ne? Also auch wenn es nicht sein sollte, aber... Oh, du darfst gerne reinkommen, Maru, wenn du dann da bist. Jo. Such doch mal bitte einen an Sumpf, das ist ja schrecklich. Iron, Glas und... Wenn noch einer vielleicht bist du einfach in die falsche Richtung geflogen. Was brauchst du nochmal beim Sumpf? Slimes brauchst du eigentlich nur, ne? Eigentlich brauche ich Sumpf, ja. Den Schleim suche ich mir schon selber. Ja, und warum brauchst du einen Sumpf? Wegen den Slimes. Okay, was ich brauche. Oh Gott. Maru? Ah, ja. Wenn du Schleim hast, nehme ich auch dann Schleim. Einmal... Nicht. Dann muss ich menschlich werden. Kommst du hoch? Ja. Dann, ja, weiß nicht. Kann ich das so, könnte ich das so bauen? Das ist umständlich, dafür brauchst du viel zu viele Kabel. Okay. Du brauchst lieber einen Turmform, das ist viel günstiger. Das heißt einfach übereinander mal stellen. Das heißt quasi, ist was drin? Ja. Okay. Also kannst du gerne auch wegreißen oder so. Ach, den Ops brauche ich noch. Ist nichts drin nirgends. Und, also ist nirgendwo jetzt was drin. Brauche ich Farbe. Also quasi, drei ja, Platz wahnsinnig viel Rot. Wahnsinnig viel Rot. Rot, Gelb, Blau. Wenn das hier wäre... Warte, hier sind noch welche? Wieder, oder? Ja. Am besten, ja. Das Blumendings ist oben, oder? Also im Norden. Hoch. Ja. Ach so, und dann immer drei Platz dazwischen. Genau, und dann kannst du hier das Kabel. Ja, aber dann ist es ja eh nicht so schwer, wenn man eh so viele Blumen hat. So. Dauert trotzdem. Und passt das. Okay, cool. Na, du wirst wissen, wo du den Turm hinsetzen möchtest. Das geht dann halt an dem Turm. Von jeder Farbe ein Stack reicht, oder? Ich würde jetzt hier so komplett im Kreis bauen. Das kann ich jetzt nicht sagen. Das weiß ich nicht. Mit dem Kreis ist halt sinnlos, weil du brauchst halt nur nicht viele Kabel. Also wirklich, der zählt einfach nicht. Aber ich kann einfach mehr. Sind die Kabel so teuer? Ja. Nee, die Kabel nicht, aber die Chips, die du reinpacken musst. Lol, ein Long Grass Block. Nee, hierum geht es halt einfach nur, wenn du die so baust, dann überkreuzt sich die Kabel. Das heißt, die Items können halt irgendwie stundenlang im System rumfliegen und das zum Lecken bringen. Brauche ich auch blaue Blumen, also blaue Farbe. Ja. Also es ist einfach, dass zwei Türme einfach nur nebeneinander. Ja, genau, so wie Rasa nicht das haben. So, jetzt habe ich mal eine Rose. Du hast mir das nachgebaut, oder auf? Ja. Eine Rose, 38. Sehr schön. Und wenn ich jetzt die Giant Red Flower abbaue, kriege ich dann Rosen draus? Nein. Ja. Krieg gar nichts draus. Dann kriegst du Rosen mit der falschen ID. Nee, ich krieg gar nichts. Außer du hast dann zuerst eine richtige Rose, dann ändern sich die IDs der falschen. Ja klar, Rosen. Aber ich krieg gar nichts. Ich baue gerade die rote Giant Flower ab und ich krieg gar nichts. Ja, mit der geringen Wahrscheinlichkeit. Also du kriegst nicht aus jeder was raus. Scheiße, Alter. Ja! Ach nee, es laggt, okay. Was ist das hier für ein Gebiet? Das ist... Bock. Was Alter. Ist denn Bock? Ich hab einen Jungen gefunden, das heißt Bock. B-O-G. Alex, was hast du für dein Level für Tanks genommen? Von Open Blocks? Für was für Tanks? Für was für ein Zeug? Wo du deine Level drin hast. Einfach Tank. Ja. Ja, Open Block. Okay. Ich mach alles mit normalen Tanks. Okay, du hast recht, Farbe sammeln ist scheiße. Man kriegt ja nichts aus den großen Blumen raus. Oh nee, deswegen ist mir erstmal beschäftigt. Ich brauch noch mehr Obsidian. Aha. Kannst du die bei mir rausnehmen? Dankeschön. Das sag ich irgendwie immer, oder? Aha. Gemeinschaft. Ich meine, bei Obsidian wieso kannst bauen wir ja eigentlich unsere einzelnen Lager? Weiß ich nicht, baut doch. Baut doch einfach meins aus. Richtig. Und wir benutzen es dann einfach alle nach Belieben. Wird sogar irgendwie Sinn machen. Hm. Ja, weil wir eh ja immer zu Alex fliegen. Naja, oh, aber auch peilt sich durch Tesserakte durch, deswegen lohnt sich auch gelbe Farbe, hast du gesagt. Lass mir den Tesserakten? Die Request peilt sich leider nicht durch Tesserakte durch. Kann die einfach einen Tesserakt haben in Rasas Lager? Achso, ja, das wär's, ne? Aber du kannst doch ein Remote-Ding, glaube ich, bauen, oder nicht, dass du das Remote abfragen kannst. Ich hab keine Ahnung. Alter, oder wir legen Kabel irgendwo unter ihr Schuhe.
Ja, aber das dauert ja ewig, bis es ankommt dann. Stimmt. Jetzt halt bist du lieber zu mir hingeflogen und ich habe ein Village gefunden. Ist das absichtlich, dass ein Villager bei dir im Lagerturm ist? Ja, das ist Absicht. Okay. Weil der hat mal wieder. Boah, das ist ein Riesendorf hier. Ich habe ein Riesendorf gefunden. Ein Riesendorf. Ein Riesendorf. Auf jeden Fall. Ich mache mal hier einen Wegpunkt hin. Kann man das irgendwie auch schneller abbauen oder so? Das war mir doch gefährlich. Dorf. Wenn man der immer gerade in mir vorbeigeflogen ist, ich wollte gerade zuschlagen, das Skelett. Du wärst mit Fallen zu gesprungen. Kurze Frage. Mit Fortune bringt sich das auch nicht, gell, bei den Blumen da, die ich abbaue? Nee, die droppen ja nicht mehrmals. Oh, scheiße. Das brennt. Ja, Alter! Ich krieg eine Krise bei den Skeletons in diesem Modpack, Alter. Die treffen mich aus jeder erdenklichen Lage. Und damit meine ich auch jede Lage. Mann, ey. So, okay. Und am meisten hast du gesagt rot, ne? Danach kommt gelb und dann wahrscheinlich blau oder so. Ja. Grün wirst du auch brauchen. Mystic Grove. Grün auch? Außer du willst dir aus blau und gelb herstellen, aber dann brauchst du davon mehr. Ich hab Mystic Grove gefunden. Okay. Es gibt gar keinen Sumpf. Wahrscheinlich. Das ist genau wie die Wüste. Das ist ein Mysterium. Der Sumpf ist am gleichen. Bei Yom So Plenty wird es schwierig, ja. Der Sumpf ist neben der Wüste wahrscheinlich. Die es nicht gibt, ja. Genau. Wir haben noch eine Wüste da in die Oase, oder nicht? Das reicht doch. Also keine richtige Wüste. Mit Witchery kann ich ein Biom zu einem anderen Biom umwechseln, aber ich glaube nicht, dass ich das bestimmen kann. Noch eine Frage. Kann ich mit einer Hacke. Eigentlich kann man machen, bis es umfasst. Die Blumen abbauen. Kannst du machen, dauert so lange. Ich hier. Cookie Forest. Nee, gemeint war, mit einer Hacke mache ich eigentlich normalerweise 3x3 Felder oder 4x4 Felder. Und baut es auch Blumen mit ab und hohes Gras. Die sind, glaube ich, kein Kraut. Scheiße. Glaub nicht. Ja, wäre schön, wenn es gehen würde, weil dann wäre ich schnell fertig. Wieder eine Flugzeuge. Womit stelle ich jetzt Energie her? Ist Lavafarbe kälter aus dem Energieerzeugen oder habe ich da jetzt was falsch verstanden? Ist die Hälfte. Brauchst doch Magmatic Dynamo. Lava? Ja, genau. Wie bitte? Magmatic Dynamo brauchst du noch. Ja. Aber du hast die Hälfte schon richtig. Alle andere Hälfte fehlt halt noch. Ich habe eine Wüste gefunden. Okay. Geh ich einmal drumherum, um Sumpf zu finden, ne? Hier sind vier Zombies gespawnt. Ne, fünf Zombies. Oh nice. Hier sind halt fünf Zombies gespawnt, die alle durch deine Tür wollen, die mich komplett ignorieren. Ja, weil die auf den Villager wollen. Ach je. Yeah. Aber der Villager ist doch nicht so viel wert wie er, was soll denn das? Nee, die wissen, dass du stärker bist als der Villager, weißt du? Ja, gleich. Ja. Oh, Gott, es gibt keinen Loop. Maro, wie heißen die Leitungen jetzt nochmal genau? Die Kabel und den ganzen. Ja, Bayou. Bayou, Bion, Bayou. Routed Request Pipe brauchst du eins. Was für eine? Routed Request Pipe brauchst du eins. So. Das ist das, wo du das Geld wieder rausholst. Ah ja, ganz kurz, genau, wegen dem. Ich hab den Village braucht man dafür, braucht man irgendwie welche Maschinen oder so? Nein. Nein. Nein, das heißt, das kann man sich alles ganz normal in einer normalen Workbench machen. Ja. Ja. Und man braucht keine Items, die man irgendwie mit Maschinen machen muss. Nee. Okay, cool. Okay, du kannst die Blume in Pulverizer stecken und kriegst du mehr davon raus an Farbe. Und ernsthaft? Brauchst du es nicht, ja. Und dann brauchst du halt ganz viele Routed Interface Pipes, eine pro Kiste und halt ein Transport Pipes und dazwischen Item Transport Pipes. Routed Interface Pipe, okay. Alter. Brauchst du was? Den brauchst du ja auch das Orange, das heißt, davon brauchst du halt einen Haufen. Tilk Glades! Oh mein Gott, wie viele Biome gibt's hier eigentlich? Ach, du weil I am so plenty, ich weiß es nicht, 26 oder so, keine Ahnung. Genug. Wenn nicht sogar noch mehr. Ich glaub noch mehr. Es ist ja richtig teuer. Was? Mehr als genug? Die sind nicht teuer. Ja. Was ist teuer? Die Farbe ist bis Ätzen zu suchen, die, aber sonst ist es eigentlich die, nicht so teuer. Die Chips, die du dann reinpacken musst, die sind teuer. Die Chunks-Pipe, ja. Die sind doch teuer. Wie macht man denn die Chips? Ja, also aber nicht die Chunks, du brauchst doch übelst viel von diesen Chunks-Pipes. Stimmt, die Basis-Chips. Oh, Redstone wirst du brauchen. Lol, ich habe einen Rosester gefunden. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich nehme ihn einfach. Ein rosa Hühnchen.
Ja, also ich brauch's aus mal. Swampland! 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 Oh, Alter. Welche Richtung? Bei dem man braucht ja extrem viel Green und Red. Pass auf, 3673. Okay. Zum minus 228. Also gleich um die Ecke. Quasi gleich um die Ecke. Also weit ist es gar Also nochmal, was? Was? 2678 und? 3000 oder 2000? 3628 bin ich jetzt und minus zu 233. Ach egal, ich mach mal das irgendwann anders im Video oder so. Ich schau mal das Video ein paar neu an. Natürlich ist jetzt Tag, ne? Und deswegen kann ich jetzt nichts farmen. Ja, immer mal machen. Ja, Swamp. Auch Invar. Invar Ingnet. Was ist ein Invar? Invar ist, wenn du Ferrorohr kannst du die aus meinem Lager nehmen? In deine Schmelze packst. Kann ich mir auch Farbe aus deinem Lager nehmen? Da habe ich kaum welche. Außerdem brauche ich die immer, um mein System zu updaten. Also nein. Okay, dann noch eine Frage. Den Pulverizer darf ich verwenden, oder? Ja, ja, klar. Danke. Das heißt, ich krieg aus einer Farbe zwei raus, ne? Oder? Irgendwie so. Ja. Muss ich da die Blume reinschmeißen oder muss ich da die Farbe reinschmeißen, um zwei rauszukommen? Die Blume. Die Blume. Gut. Na, wie gesagt, ich bin in dem Thema hier nicht gut besiedelt. Ich habe 64 Blumen und 53 gelbe, also 64 rote, 53 gelbe und 6 blaue. Toll. Es laggt. Brauche ich mehr rote? Ganz schön, oder? Oder reicht ein Stack rote? Wenn du groß machen willst, ne? Ja, wie, viel jemand, du, wie viel hast du ungefähr gebraucht, Rotter? Vier Stacks? Ne, keine Ahnung, zwei Stacks. Hat jemand dieses Invar irgendet für mich? Ja, hab ich doch gesagt, kannst du bei mir ausmachen. Nicht gehört, Entschuldigung. Sag mal, Sunny, isst du gerade? Mhm. Wie was denn? Aufnahme? Wie unprofessionell. Leck. Nee, ich find's cool, aber was denn? Was denn? Hallo? M&M's, okay, ich glaube, ich gehe zu einem Restaurant, das ich jetzt nicht nennen möchte. Bin ich noch im Spiel? Karten, hörst du uns? Ich höre euch. Ich gehe zu McManus. Ich habe einen schwarzen Bildschirm gehört. Ist bei uns auch noch im Spiel. Bin ich denn schon wieder? Vielleicht hat sich dein Bildschirm abgeschalten. Nein, der leuchtet noch. Jetzt bist du raus. Ah Gott. Okay, guck mal, ob das Kaufhaus wirklich sicher ist. Bleibt draußen, ihr Pisser. Kannst du jetzt mal bitte Nacht werden und dann können wir bitte ein paar Sachen spawnen? Ja, bleibt draußen, ihr Pisser. Genau so schreibe ich's drauf. Ist aber nicht großes Swampland, aber es reicht wahrscheinlich. Hoffentlich. Sollte natürlich nicht böse gemeint sein, ne? Aber trotzdem, die Pisser bleiben draußen. Auf Makoi ist nur Erde, da buddel ich mich doch mal durch. Weißt du, warum die Pisser raus draußen bleiben müssen? Warum? Ich habe noch keine Toilette. Ah. Dazu sage ich jetzt mal nichts. Das war mein voller Ernst. Ich habe noch keine Toilette in meinem Haus. Die Küche fehlt auch noch, das heißt, ich brauche noch eine Frau. Tut mir leid. Oh Mann, ey. Nee, aber wie gesagt, ne? Toilette fehlt noch. Und außerdem, ohne Toilette kriege ich auch keine Frau ins Haus. Also, das ist Voraussetzung, weißt du? Und dann erst kommt die Küche. Du weißt gar nicht, wie unendlich viele Mobs unter deinem Haus spawnen. Oh doch, ich weiß es, Alter. Ich bin letztens beinahe gestorben. Wirklich, ich bin wirklich beinahe gestorben wegen dem Scheiß. Ich hatte dann nur noch 6 Leben, also 6 Herzen. Und hab dann gesagt, nee, weißt du, jetzt geh ich rauf. Jetzt geh ich kurz rauf. Ist voll die Levelfarm, ne, irgendwie. Mhm. By the way, wie heißt das Biom, das du gesucht hast? Rata? Swampland. Oder Swamp. Wo steht das? Irgendwo muss das... Oh, okay, da. Oben ich hab schon gefunden. Was? Oben rechts? Das steht bei mir nicht. Ich weiß nicht, ob du meinen Marker sehen kannst. Achso, nee, nicht das. Das habe ich nicht gemeint. Ich habe nicht gemeint, wo es liegt, sondern ich habe was anderes gemeint. Okay. Ich wollte wissen, wo man sieht, welches Biom man gerade besiedelt. Sag ich S3. Ja, links oben. Ja. Mhm. Hab ich gerade gefunden. Nee, ich dachte nämlich, weil ich habe eine Swamp Flower gefunden, aber halt leider kein Swamp Biom. Hab ich ja, ich bin jetzt ein drin, das reicht mir schon. Oh, ich habe mein Mikrofon gerade geschlagen, hat man das gehört? Ja. Wir bauten hier ein rotes Haus mitten in die Luft. Das ist wahrscheinlich Dark Souls. Das ist zerstört worden, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob er selber gemacht hat. Was ist zerstört worden? Darkies Haus.
Darkies Haus? Darkies World? Nee, Darkies. Nee, Dark Hunter. Dark Hunter. Hunter. Ja, das hat er nicht selbst zerstört, weil er konnte ja auch gar nicht mehr aufnehmen, ehrlich gesagt. Ja, nee, das Haus ist schon länger zerstört. Und hat sein Haus auf jeden Fall zerfetzt. Sag mal, wenn es Nacht wird, bitte. Kriegt man aus Sonnenblumen auch Farbe? Nee, ne? Gelb. Keine Ahnung, das. Achso, ach, die Sonnenblumen. Ach nee, dann nicht. Entschuldigung, ich dachte gerade an das Löwenzahn, aber. Ein Haufen gelbe Blumen. Das ist schon Unterschied. Ja, ein bisschen. Oh, er ist wieder gejoint. Was der Kahn ist wieder da, der Kahn ist wieder Gott. Da, der Kahn, der Kahn, der Kahn ist genau, wieder da. Genau, lebt denn der alte Kahn noch, Kahn noch, Kahn noch. Lebt denn der alte Kahn noch, ja, er lebt Kahn noch. Ja, er lebt ja, noch. Ja, er lebt noch, er lebt noch, er lebt noch. Ja, er lebt noch. Noch, lebt noch, Kahn ist nicht tot. Okay, so, das ist die neue Platte von euch, oder? The Trust ja, and Betrayal Song. Kommt ja. Montag in den Einzelhandel. Alter, ohne Witz, wir sollten wirklich mal so einen kleinen Trust and Betrayal Rap rausbringen oder so. Yo. Yo, yo. Yo, bro. Give it a beat. Yo. This is gonna be legend. Hut. Wait for it. Kannst du mal endlich Nacht werden oder was? Ich hasse das. Ich spiel einfach nur rum, das wird nicht Nacht. Super, dass du mitgemacht hast gerade. This is gonna be legend. Wait for it. Derry. So. Das kam bei mir so synchron gerade, ohne Witz. Damit hier die Viecher spawnen. Als hätten wir es aufgenommen und nur zusammengeschnitten, ey. Ich höchstens regnen lassen. Ach nee, doch nicht. Ich hab mein Altar ja noch nicht. Verdammt. Ja, aber wenn du es regnen lässt, dann wäre für ihn ja auch schon eine super tote ja, Welt. Ich habe ihn jetzt mal nachgefragt. Er hat zwar alles, weil er keiner mehr benutzen kann, weil du keine Anleitung dazu gepackt hast. Wusste ich's doch. Was kann er nicht benutzen? Das ganze Zeug, was er mitgenommen hat. Genau, er hat mein ganzes Zeug, aber hatte keine Ahnung, was er damit machen soll. Das dachte ich mir von Anfang an. Er kann mir zwar alles wegnehmen, aber meine Ideen und was man damit machen kann, das kann er mir nicht klauen. Ach Gott, oh Gott. Ich meine, sowas tut man auch nicht, ne? Das ist ja alles böse und so. Wir sind ja voll die netten Boys. Yo. Golden Yo. Road. Aha. And girls. Er hat mich ja am gleichen Tag noch angeschrieben gehabt, ob ich jetzt böse auf ihn bin. Hast und du hast geschrieben, gesagt, ja, klar. Ja, du sollst sterben oder ey, so? Ey, voll angepisst, Alter. Nee, hast du wirklich nicht zurückgeschrieben, dass du böse bist oder so? Also ich hab so geraged, dabei wurden meine Maschinen gar nicht mitgenommen. Also ich hab einfach nur geraged und hab gesagt, hey, derjenige, das war, dessen Haus spreng ich in die Luft, Alter. Ich hab's auf Video, ich kann euch das beweisen, dass er geraged ist. Ja, ich hab's auch auf Video. Ja, Alter. Welche Folge, Ratter? Weißt du das zufällig aus dem Stegreif? 56 war es bei ihm, glaube ich. 57, irgendwie so rum, ja. Achso, also noch eine ganze Ecke hin, ja. Und by the way, ganz kurz, ich habe es jetzt nicht gemacht, weil obwohl ich es versprochen habe, weil du alles zurückgegeben hast. Du warst ja voll kooperativ und so und ich bin ja, wie die Polizisten halt immer so, ne, weißt du, so, hey, du bist kooperativ, dann kriegst du Strafmilderung. Raus. Ah, jetzt hör auf zu reden, besser. Was? Es wird nicht besser. Nö. Was bedeutet rausreden? Erklär mal. Nicht rausreden, aufhören zu reden. Ach so. Ja. Das ist mir wegen neu. Polizei und so. Ja, das ist und, das hier neues. Das Kari hat wieder Quatschwasser getrunken. Das ist Kari ja. Und das Neue ist aufhören zu reden, das ist schon klar. Nee, also wirklich. Meine Zuschauer haben schon geschrieben, ich habe zu wenig geredet. Was soll das? Was? Das heißt, du hast ja, meine Sekunde nicht geredet? Wirklich? Ja, nee, haben sie wirklich, ohne Witz. So. Jetzt echt? Ja. Okay, krass. Kann ich mir nicht vorstellen. Die sind mich schon gewohnt, dass ich richtig viel laber und kaum bin ich mal, so wie letzte Folge halt, kaum war ich mal ruhig, so, für 5 Minuten oder so hat es geheißen, red doch mal wieder was, ey. Ja, du bist doch echt leise, ey, was war das eigentlich? Ja, wirklich? Okay, warte. Wir sollten jetzt das Ende der Folge in Sicht nehmen. Ja. Oh, ja, in stimmt. Sicht Alter, gleich. Wie schnell, ey. Tatsache, ja. Gut, dann fliege ich mal zurück. Dann würde ich sagen, danke, Leute, fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ja. Bis dann. Ciao. Bis tschüss. Tschüss.